Kiki. Heute ging der Meinige mit mir spazieren. Nach einer Weile schlugen wir einen Fußweg ein, der später auf einen großen, breiten Weg mündet, den ich gar nicht besonders gern habe. Dort sausen ständig mit großer Geschwindigkeit und abscheulichem Krach viele junge und alte Omnibusse vorbei, vor denen man sich schrecklich in Acht nehmen muss, damit man nicht überfahren wird. Ich knurrte unwillig, als wir diesen Weg einschlugen. Aber ein Ärger kommt selten allein. Plötzlich entdeckte ich nämlich in einiger Entfernung etwas, wovor ich mich am meisten fürchte. Einen Haufen kleiner Menschen. Man nennt sie Kinder, soviel ich weiß. Die Kinder, die uns hier entgegenkamen, waren nicht mehr ganz klein. Es waren Buben von mittlerer Größe. Sie machten ein Mordsgeschrei und plötzlich hörte ich mitten in dem Lärm, den sie vollführten, ein dünnes, verzweifeltes Stimmchen um Hilfe rufen. Ein Katzenstimmchen? Ich blickte den Meinigen an und der Meinige blickte mich an. Dann rannten wir wie auf Kommando zu den Menschenjungen hin. Mein Mensch voller Zorn und ich voller Angst. Einer der Buben hielt ein Kätzchen in den Armen, das schrecklich jammerte. Die anderen wollten es ihm entreißen. Als sie den Meinigen kommen sahen, erschraken sie. Das Kätzchen entwischte ihnen und rannte zu mir. Die Buben kamen hinterhergerannt und wollten es wieder einfangen. Ich hatte eine furchtbare Angst, dass die Buben merken könnten, wie sehr ich mich vor ihnen fürchtete. Deshalb machte ich mein gefährlichstes Gesicht und zeigte ihnen mit zornigem Fauchen die Zähne. Da wichen die Buben ein Stück zurück. Der Meinige hob das Kätzchen vom Boden auf und wir gingen nach Hause. Die Kleine gehörte, genau wie ich, zur Familie der Siamkatzen. Das erkannte ich auf den ersten Blick an ihren himmelblauen Augen und ihrem silbergrauen Fell. In der Hütte angekommen, führte ich sie zu meinem Körbchen. Sie zitterte am ganzen Körper vor Angst und war ganz verheult. Ich leckte ihr die Tränen ab. Und dann fragte ich sie in der Katzensprache, »Sag mal, wie heißt du eigentlich?« Sie antwortete mit größter Mühe. Dieses Gestotter war alles, was sie hervorbrachte. Sie konnte nicht einmal richtig miauen. Immerzu ließ sie nur dieses verschreckte hören. Deshalb beschlossen mein Mensch und ich, sie Kiki zu nennen. Der Meinige goss Milch in mein Schüsselchen und ich lud Kiki ein. Bitte, bediene dich. Als sie ein wenig von der Milch geschnabbert hatte, kam sie etwas zu Kräften. Ich wedelte ihr mit dem Schwanz vor der Schnauze herum und sie versuchte ihn mit der Pfote zu hatschen. Das war ein gutes Zeichen. Hör mir mal zu, Kiki, sagte ich zu ihr. Von jetzt an brauchst du keine Angst mehr zu haben. Du bleibst nun für immer bei uns und da bist du in Sicherheit. Kiki schaute mich mit einem unbeschreiblich dummen Gesicht an. Sie schien eine Weile angestrengt nachzudenken und machte plötzlich ein Pfützchen. Aber Kiki, in der Hütte darf man das nicht. Kiki hörte mir gar nicht zu, sondern verzog sich gähnend in mein Körbchen. Dort rollte sie sich zusammen und schlief ein, ohne sich vorher gewaschen zu haben. Na, das konnte ja gut werden mit dieser Kiki. Gleich morgen wollte ich ihr zeigen, wohin man zu gehen hat, wenn man Pfützchen machen muss und wie man die Angelegenheit hinterher sauber zuschaut. Mit anderen Worten, ich musste sie von Grund auf zu einer anständigen Katze erziehen. Während ich mich im Körbchen dicht an sie herankuschelte, um sie zu wärmen, dachte ich darüber nach, womit Kiki am anderen Tag spielen sollte. Über diesen Gedanken schlief ich ein
und begann sehr schön zu tanzen.